Konsolidieren von Excel-Tabellen. Hier in diesem ersten Teil möchte ich einfach drei Tabellen, die ich habe, hier Januar, Februar und März, die möchte ich hier in einer Gesamttabelle zusammenziehen mal, dass hier eine Zusammenfassung dieser drei Tabellen liegt. Jetzt sind die Tabellen zum Glück auch identisch aufgebaut, also da brauche ich mir gar keinen Kopf machen um die Größe der jeweiligen Tabellenbereiche und ich möchte einfach jetzt hier die Zusammenfassung sehen. Dafür wechsle ich ins Register Daten und da sehe ich schon in den Datentools steht Konsolidieren. Da klicke ich einmal drauf und da ist die Frage, wie sieht es denn aus? Möchte ich Summen bilden? Ja, Summen machen Spaß hier und in der oberen Zeile hatte ich schon angeklickt. In der obersten Zeile waren jeweils Überschriften und in der linken Spalte waren ebenfalls Beschriftungen. Das sollte ich vorher auswählen. Und ob ich mich mit den Daten verbinden möchte, dass wenn sich dort etwas aktualisiert, auch dieser Bericht aktualisiert wird, der konsolidierte Bericht hier. Nein, das möchte ich nicht. Die Werte hole ich mir kurz, ich stehe in der Zeile Verweis, ich markiere einfach hier den ersten Bereich mit der Maus A1 bis D5, die hier hätte leer sein können. Ich klicke auf Hinzufügen. So, und dann im Blatt Februar geht es weiter. Der Bereich ist direkt markiert, weil er gleich groß ist. Ich klicke auf Hinzufügen. Ich klicke auf März. Hier genau das gleiche Spiel. Ich klicke auf Hinzufügen und bestätige mit der Taste OK. So, und hier habe ich jetzt meine zusammengefassten Daten. Zum Beispiel Excel Köln, Excel 23. Ich schaue mal, hier sind es 11 plus diese 11 macht 22 plus die 1 hier macht 23. Die Daten ändern sich nicht, wenn, also hier diese aktualisieren sich nicht, hier sind keine Formeln hinter. Ich könnte mich also, wenn hier in Zukunft neue Zahlen kommen oder die nochmal konsolidiert werden, ich könnte jetzt hier Werte verändern. Zum Beispiel mache ich hier mal eine 99 raus, dass der Wert sehr groß wird, stelle mich hier wieder ins Blatt Gesamt und klicke nochmal auf Konsolidieren und hier in diesem Tabellenblatt gibt es diesen Konsolidieren-Verweis noch. Ich klicke einfach auf OK und jetzt sehe ich hier den den Wert 9 auf den 99er Wert erhöhten Summenwert, also hier inklusive der 99. Also ich kann den alten Bereich hier beibehalten. Ich hätte den auch löschen können. In anderen Tabellenblättern stehen mir diese konsolidierten Verweise nicht zur Verfügung, also auch hier auf den Blättern, die ich schon habe. Hier ist das leer. Man muss also auf das entsprechende Blatt wechseln. So, und was passiert jetzt, wenn ich neue Zeilen habe? So, schauen wir mal. Ich gehe hier hin und jetzt habe ich hier nicht PowerPoint stehen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel SharePoint stehen. Oder im Register März hier, da steht jetzt nicht Wien, da steht Linz. Und das sind ja jetzt nur mal neue Einträge und die kann er jetzt mal nicht hier, diese Spalte, die kann er nicht mit der Februar Wien und Januar Wien Spalte addieren. SharePoint kann er natürlich auch nicht hier statt PowerPoint ersetzen. Also, na, ich lösche das hier nochmal, hole ich mir mit Konsolidieren die entsprechenden Bereiche, die sind noch gleich groß. Das müsste ich natürlich jetzt eigentlich kontrollieren, aber das sind die Bereiche und ich klicke auf OK und ach gut, ich habe hier gestanden und dann holt er mir einfach die einzelnen Einträge, die für die in den Blättern ausgewählten Standorte aufgelistet waren. Hier SharePoint Köln, SharePoint Wien, SharePoint Zürich. Holt er mir die Werte hier rein. Da gibt es natürlich nichts mit den anderen Monaten zu addieren. Also hier war das ja nur im Januar, im Februar und März nicht. Oder hier steht Linz. Nur einmal gibt es Linz überhaupt. 22 bis 28 die Werte. Und hier sind diese Zahlenwerte. Also diese Tabelle baut sich dynamisch aus und schaut sich an die Kreuzungspunkte zwischen den Überschriften der Spalten und der Zeilen und bildet entsprechend die Summen, wenn man das halt entsprechend eingestellt hat. Ich klicke mal auf Konsolidieren und hole mir dazu einfach passend nochmal die Anzahl, dass ich sehe, wie oft steht dort ein Wert. Ja, jetzt sehe ich, das kommt, die Kombination kommt dreimal vor, die kommt hier jeweils nur einmal vor. Ja, das Ganze kann man auch mit Verknüpfung setzen und falls
hier noch Zeilen drunter kommen sollten. Also falls ich dann hier auch noch was in Camtasia haben sollte an Werten und diesen Bereich, den habe ich ja nicht hier mit aufgenommen. Ja, da sollte ich vielleicht mit dynamischen Bereichen arbeiten. So diesen Tabellenbereich vielleicht eher benennen. Das möchte ich in Video 2 zeigen.